Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer schnellen Folge Tales of Berseria. Schnell, weil ich gar nicht die Zeit habe eigentlich. Oh, wir gehen zu den Wäldern im Osten. Ich weiß doch voll nicht, was gerade so abgeht und sowas. Was ich halt auch nicht verstehe ist, warum wir keine Expedition haben, die zurück ist. Ist ja auch Premium. Gut, dass mir das aufgefallen ist, wa? Ja, zwischenzeitlich hatte ich Urlaub. Zwischenzeitlich hatte ich alles so gefühlt. Und ich habe halt echt wieder 4 Wochen oder so nicht gespielt. Wälder, das wird es auch nicht sein, oder? Weil das ist ja jetzt eigentlich so Osten von Karte her. Ah, sehr gut. Ja, ich weiß aber tatsächlich umso genauer noch, was da so abging, ne? Mit Velvet und ihr schöne heile Welt vorspielen und so ein Krimskrams. Ich gehe einfach mal den Weg hier. Boah, ist auch düster alles, ne? Das Schlimme ist, das passt halt gerade echt zu draußen. Den nehmen wir nochmal schnell mit. Oh, ein Allesteiler. Selten tatsächlich. Halt einfach mal das Erste, was wir von den Dingern hatten. Okay. Waldabschnitt durch. Ach, natürlich hätte ich speichern sollen. Nicht schlau von mir. Gib ihm. Ja, Feuer ist, glaube ich, nicht so geil gegen ihn. Wow. Trotz Block einfach mal 300. Jetzt schon. Heftig. Oh, es ist halt so ätzend. Aua. Irgendwas hat er mich getroffen. Vielleicht haben wir jetzt schon irgendeine Statusveränderung. Sehr gut. Aua. Ja gut, er hat halt selber Feuer, ne? Alter. War er tot? Nein. Wow, die Scharlachschneider hat halt einfach gar nichts gemacht. Wir sind ein bisschen zu doll feuerlastig, glaube ich, eingestellt, so von unseren Skills her. Okay. Aber er kriegt halt anderweitig Powertreffer ins Gesicht tatsächlich. Aber wenn wir ihn blocken, ne, macht er uns halt gar keinen Damage. Okay. Oh wow, was? Wie dort hat er sich denn bitte gerade geheilt? Okay, das gibt mir das Gefühl, als müsste ich ein bisschen aggressiver sein, aber dann geht's mir vielleicht wie Eleanor. Okay, vor allem, wenn er sich dann gleich wieder so heilt, ne? Ist ja nur ätzend. Also der ist halt echt nicht stark oder so, ne? Aber wenn er sich halt um 7000 heilt. Alter. Okay, ich habe ihn wieder einmal erwischt. Sehr gut. Der hat gesessen. Das ist halt auch nur die Hälfte von dem, was er sich sonst im Zweifel wieder hochhält gleich, ne? Wie war das denn eine einmalige Geschichte? Jetzt muss ich gleich auch irgendwie umschwenken auf Biesttöter Artis. Wow, Angriff minus 30, das ist super. Wir machen mal die B-Kombo. Alles, was wir so gegen Biester haben. Sehe ich denn das? Ach, der Halbmensch Flügel abhat. Wow, sengende Scheide ist es halt. Mondlichtzyklon.
Ist ja egal. Ja, nur dasselbe ist dann halt irgendwann nicht mehr so egal. Für mich zumindest nicht. So, jetzt werden wir mal gucken, wie weit wir mit dem Ding kommen. Das ist auf jeden Fall dann der Power-Treffer, ne? So ist das nicht. Aua. Beim Beißen geht der ziemlich um sich herum, ey. Scheibenkleister. Die Power-Treffer halten ihn zum Glück auch so ein bisschen in Schach tatsächlich. Haben wir ihn gleich. Da haben wir ihn. Easy peasy. Ich erinnere mich nicht. Schlimme ist, dass sie es meint, wie sie es sagt. Echt jetzt? So ein Ding? Nicht wirklich, oder? Oh. Ausrüstungsmeisterfertigkeiten. Gewährt auf normale Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die Elementarschaden verbessert. Okay. Diese Glazid-Dinger sind für mich auch immer noch so ein bisschen... Oh, da hinten ist so ein Supermonster-Viech. Ich gerade irgendwie keine Lust zu. Ich kann euch nicht sagen, warum. Achso, aber... Ausrüstung, ganz klar. Wow! Was hast du so an Ringen noch? Boah, ist aber lang, ne? Ne, ist dann so. Süße Schuhe, das ist doof. Ich glaube, davon haben wir gar nicht. Doch, Wurfpumps. Amphibol. Machen wir zu Asmodeus. Feldspatweste zu... Ah, da war eins. Verdammt. Ah, wobei, die hatte ja schon edle Weste, also ja. Müssen jetzt bei Rokuro gleich noch gucken. Ah, die hatte er ja noch nicht. Das ist ja nur gutes Timing gewesen. Also, einmal wieder zurück zu, wo wir gerade hergekommen sind. Sehe ich das richtig? Zwischenspeichern? Naja, komm. Seht ihr mal, wie lange das her ist, dass ich gezockt habe. Also. Gehen wir mal den Weg hier entlang. Ja, Urlaub war echt cool, muss man sagen. Ah, das kann ich noch gar nicht. Egal, nicht mehr so lang. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wir waren auf der Insel Föhr. Wer sie kennt. Lauschige kleine Insel an der Nordsee. Verdammt! Ihr könnt mich mal gern haben, Jungs. Ah. Okay, geht gerade irgendwie gar nichts. Ich krieg ihn halt einfach nicht zusammen, ne? Ja, endlich. Und? Perfekt. Mein Mikrofon hängt so ein bisschen runter. Es gibt halt auch so einfach immer noch richtig viel Erfahrung, finde ich.
500 und ist halt echt schon viel. So, jetzt sind wir wieder in Abal. Und so sieht das echte Abal jetzt aus. Also ich finde das gar nicht so schlecht tatsächlich. Ah, das ist eine Kiste. Also es ist halt verlassen und so, ne? Ganz klar, aber es ist jetzt nicht komplett Ruine, nicht komplett zerstört. Alles putti-putt. Oh, es war auch nur eine Illusion. Oder jetzt aus der Hosentasche fallen lassen, ne? Dann gibt's halt Schelle für den Boy. Hallo. So. Verdammt, ich hatte halt einfach recht. Aber hallo, sarkastische, böse Ironie, um genau zu sein. Ja, brauchst du halt wirklich nicht. Hallo, Illusion-Typ. Oh, wer bist du? Digga, sieht der böse aus. Digga, sieht der gemein aus. Beeindruckend. Hat mal random geflext, der Melchior. Ja, fies. Mal gucken. Ich würde gerne von Eisen wissen, wäre vielmehr noch, was das war. Heftiges Teil. Was hier einfach random Bücher rumliegen. Aha. Ja,
Ja, Beste. Und der Typ hat es einfach nicht weggelegt. <笑>完全なものならカノの氏の秘密がわかるかもしれん。グリモワールに見せてみよう。あのジジイを出し抜くか。本当に面白すぎちゃって。 Cool, einfach so. Ultros, okritodokete. Grimoarni, Kommonjo, Kaidok Sassel. Vor allem ist das jetzt nicht mehr ganz so grausam hässlich hier. Nach Titania, dann können wir ja mal gucken. Warte mal. Klippenpfad, Abal. Ja, machen wir Klippenpfad. Und wenn wir jetzt hier hingehen? Nee, es ist falsch. Ja, Talisien, das ist richtig. Okay, dann überqueren wir doch mal diesen hübschen Wald. Danke. Es war heftig. しかし、あいつは精霊じゃなかったよな。うん。ゴーマだと思う。だけど変だよね。精霊がゴーマを使うなんて。クーマという可能性はありませんか。メディサやモアナの霊もありますし。それはないはず。結界まで張って、地脈点につなぎ止めておきたいのがクーマ。 地脈点から剥がして連れ歩いたら、カノノシに汚れを送ることができなくなる。そうですよね。何にせよ、メルキオルには現実に加えて手強そうな用心棒が。Toll. Ich hätte mir wesentlich mehr erhofft. So Namen, Dämonenrang, hast du nicht gesehen? Bla bla bla. Aber gut. Bis, bis es. Okay, cool. Das sind doch wieder Kämpfe nach meinem Geschmack. Wild. Oh nein. Ich war halt gerade hart dumm, weil ich auf den einen nur gegangen bin, ne? Schon? Irre. Hätte ich gedacht, dass viel mehr kommt. Wow. Wie schnell wir waren. Krass. Na gut, aber ich habe jetzt auch gerade nicht so die Vermutung, dass wir unterlevelt wären oder so. Ganz im Gegenteil, das mit dem Doppelhund Therion war ja gerade echt ein Witz. Ah, perfekt, das war noch gefährlich. Genau, das wollte ich doch nur. Oh, diese kleinen Schweinchen da mit ihren lustigen kleinen Anzügen sind so schnell down durch die Feuerangriffe. Oh nein, geht's voll weg. Ist das gerade schlecht? Rein da. Der Schaden-Count, ey. Okay, die Boys kommen jetzt gefühlt ohne Ende. Wow, fast 3000. Was? Ganz viel Ausrüstungsdinger. Also, einmal die Boys. Schutzsprünge ist super. Hatte noch keiner. Amphibol. Dann kriegt sie wieder so ein Capriccio. Hat sie schon mal angefangen gehabt.
Express hat er auch schon mal angefangen gehabt. Ihr merkt schon, ich rush gerade echt durch. Aber der Hintergrund ist vor allen Dingen auch. Ich kann ja so ein bisschen spoilern. Die Folge, die ich jetzt hier gerade aufnehme, ne, die wird in, naja, 3 Stunden oder so hochgeladen. Wenn alles gut geht. Es hat nicht geschafft, auf zu einem Bienenurlaub und so. Oh, oh. Stimmt. Nein. Naja, ist ja vor allen Dingen auch die Wahrheit einfach, ne? Sie hat halt verraten. その通りだな。だがメルキオルが操ってたのは事実だ。精霊を刺激するのとは違っての? 契約や霊力で動かしておるので心を支配する。心を。例えば相手の欲望を読み取り目の前に幻の人参をぶれ。心が壊れた空っぽの器になるか欲望に飲まれて暴走するかは本人。みねみねミスト。 Okay. 言われてみれば、なんでわしはパー。ひょっとしてわしも心を操られる。話半分に聞いておいた方がよ。 da ist schon eine ganze Menge Wissen hinter. Magilu hat am Ende auch noch irgendeine Überraschung. Da bin ich mir sehr sicher. Irgendwas geht da noch ab mit der Alten. Sie ist am Ende die komische Anführerin davon. Oder die Vorreiterin vielmehr von Arturius, die das Buch geschrieben hat oder sonst was. Irgendwas in der Richtung wird da noch sein. Bin ich mir fast sicher. Mina, ich war immer mit dir. Ich war immer mit dir. Und Eleanor war ja... ないや。分かってるさ。エレノアのことだ。自分に嘘をついてスパイを続け。そっか。そうだよね。僕、二人とも。私もエレノアが故意に情報を流した。だが、メルキオ無意識のうちに考えを読まれている可能性。まあそれもライフセットたちがず。では次はわしの。なんと。じゃあ。 So, Kinder, seid ihr euch jetzt wieder einig? Also, ich werde jetzt tatsächlich an dieser Stelle deswegen die Folge beenden müssen. Hängt einfach, wie gesagt, damit zusammen. Ich muss hier noch bearbeiten, rendern, hochladen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Haut rein, ciao!